say my name. Doktor. Okay, dann nur heute Nacht. Nur eine Nacht. Bitte lassen Sie mir ausnahmsweise ein paar schöne Träume. Geht etwas verloren, kann man es immer durch die Lücke, die es hinterlässt, rekonstruieren. Stellen Sie sich vor, wie Sie es finden würden, wenn man dasselbe mit Ihnen täte. Ich weiß, Ihr Name ist Clara. Ich weiß, wir sind zusammen verreist. Ich weiß, wir haben in den Klostergewölben gesessen. Und sie hat mir etwas Wichtiges verraten, aber ich habe keine Ahnung, was es gewesen ist. Alles in Ordnung. Ich bin zu weit gegangen. Ich habe meine eigenen Regeln gebrochen. Ich bin zum Hybriden geworden. Das hier ist richtig. Ich akzeptiere es. Ich sehe dich jeden Tag aufs Neue an und ich verstehe überhaupt nicht, wieso rennen wir uns dauernd über den Weg. Doktor, du hast mich eingeladen. Ich und davor? Das Dalek-Asylum. Da ist eine junge Frau gestorben. Sie rettete mein Leben. Das warst du. Ich habe mit einer Gouvernante im viktorianischen London gegen die große Intelligenz gekämpft. Sie ist gestorben. Es war meine Schuld. Und sie, warst auch du. Ich krieg Angst vor Was dir. Was bist du, hä? Ein Trick? Ein Köder? Ich weiß nicht, wo ich bin. Es ist, als würde ich in tausend Teile zerbrechen. Ich erinnere mich nur an eine Sache. Doktor? Ja, was ist? Was wollen Sie? Verzeihen Sie, Sie sind dabei, einen schwerwiegenden Fehler zu begehen. Wir alle werden irgendwann irgendwo enden, Clara. Es hat alles ein Ende. Du willst ihre Seele retten. Schmerz ist ein Geschenk. Ohne die Fähigkeit, Schmerz zu empfinden, können wir nicht den Schmerz spüren, den wir anderen zufügen. Wollen Sie mir allen Ernstes sagen, dass Sie Schmerz spüren können? Natürlich kann ich das. Dann schämen Sie sich, Doktor. Ja. Oh ja. Hast du mich gerettet, Clara? Lass dich nur einmal, einfach nur, weil's geht. Lass mich dich auch mal retten. Glaub mir, Clara, ich bin nicht nur noch ein Schiff. Fröhliche Weihnachten, Doktor. Clara. Hallo. Du dummer alter Mann. Wehe, du vergisst mich wieder. Denn offen gesagt, das war beleidigend.